Scheiße! Oh Gott, Mann, bin ich ein geiler Polizist. Mega fit. Ich laufe gerade wie ein Schwabbel. Oh! Kalle! You are verhafting! Hallo und willkommen zurück bei den deutschen VR-Gamern. Und willkommen auch zur nächsten Folge von L.A. Noir. Und ja, wir sind auf einer heißen Spur. Wir haben eine krasse Zeugenaussage bekommen. Und daher auf einer heißen Spur in Richtung des Mörders. Ja, der werden wir nachgehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, Freunde, wenn ich die Brille aufgesetzt habe. Bis gleich. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir los. Ne? Wir gucken mal. Wir haben jetzt hier bei Orte. Würde ich aber sagen, hier Juwelier, das ist da, der wahrscheinlich der Mörder sein soll, was unsere Zeugin jedenfalls bestätigt hat und erwähnt hat, würde ich sagen, dass wir trotzdem vorsichtshalber erstmal zum Waffenladen gehen, um die Waffe nochmal durchzuchecken. Am Ende kann ja auch als Beweis zählen, vielleicht ist es auch genau seine Waffe, wäre natürlich perfekt, geile Beweise. Ja. Und dann haben wir wieder so ein, denke ich mal, so ein Obstteller auf dem Weg. Obstteller sind immer gut. In Notizbüchern? Ja, ich weiß. Achso, ich muss Ziel auswählen. Orte, wir müssen mal Waffenladen. Waffenladen, einfach mal vorsichtshalber. Man kann ja nie genug Beweise haben, ne? Freundes. So, gehen wir mal ins Auto. I swear. So, Kollege? Ja, wir haben es ja nicht eilig. So, erstmal Waffenladen, da ist keine Sirene oder sowas. Okay. Okay, los geht's. Oh, ah, Entschuldigung. Okay, wir müssen kurz wetten, Kollege. Achtung! Ja! Achtung, hier Polizei ohne Sirene. Ich darf trotzdem so fahren. Achtung, Polizei! Nice. Oh ja. Oh. Dieses Polizeileben ist schon eine harte Nuss. Nicht einfach. Kollege, festhalten! Ciao. Das ist keine Fahrerflucht, wenn wir Polizisten sind, Kollege. Nee. Das zählt nicht. Okay. Wir sind da, wir sind da. Okay. Scheiße. Ist das so nah am Unfallort? Du kannst jedes Polizeifahrzeug betreten und fahren. Halte nach ihnen Ausschau, wenn du dich verirrt hast. Du kannst also wirklich rumlaufen, wie wir letztes Mal festgestellt haben, überall. Und den anderen Polizeiwagen nehmen. Waffenladen Eaglesons. 2.36 Uhr. Kollege. Ja, der lässt mich immer vor. Der ist immer ganz schüchtern. Der ist immer ganz, ganz schüchtern. Guten Tag. Guten Tag. Ins Gesicht so. Guten Tag. Ja. Officers Phelps and Dunn, Sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? F.N. Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Ah! Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. And he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield Jewelry Store, just up on Broadway. Thanks for your help. Dankeschön. Mordwaffe gewartet. Seine Mordwaffe hat hier gewartet, auf Kalu. Ich weiß, der war sehr schlecht. Er hat die Waffe ja warten lassen. Oh, auweia, was für ein Bär, Alter. Guten Tag, Herr Bär. Herr Bär.
und privat. Können die auch schön rumlaufen. Oh, doch. Oh, die können wir echt nehmen. Okay, doch nicht. Ja. Sauber machen lassen. Hat noch Kugeln gekauft. Mann, halt's da doch jetzt mal. Oh, nice. Ja. Oh, ich wollte ihr Laden jetzt hier nicht demolieren. Guten Tag, Sir. Tschüss. Tut mir leid, ich bin heute verwirrt. Wichtiger Fall für mich. Sie sind alle unfreundlich. Alle Waffenladen, Geschäfte, Inhaber sind alle unfreundlich. Tschüss. Hier gehe ich nie wieder hin. So. Also ist es seine Waffe. Jetzt haben wir auch noch darüber einen Beweis. Schießerei. Die Pistole. Oh, nein! Nein! Die Pistole. Steht jetzt aber nicht drin. Die gehört. Kalu. Man kann hier mit dem Motion Controller super zeichnen, was ihr sehen könnt. Ne? Verdächtige Person. Mordwaffe gewartet. Hier ist es. Fickmann. Tut mir leid, so ist der Name. So ist der Name, ja. Fickmann bestätigt, dass Kalu eine Browning mit Seriennummer 01138 reinigen ließ. Ach, siehste. Okay, wir haben. Hat also was gebracht. Wir haben Beweise. Noch mehr Beweise. Und jetzt gehen wir mal zum Juweliergeschäft. Wo er arbeiten soll. Okay, let's go. Weiter geht's. Oh, 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 die, oh, mein Tracking. Oh, oh mein Gott. Das war mein Tracking. Ich schwöre. Ich schwöre. Ja, laber doch jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Okay, 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 okay. Warte. Jetzt Sirene. Einsatz. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Scheiße. Wichtige Polizeiangelegenheit hier. Edgar Kalu. Edgar Kalu. Ladescreen nimmt ein bisschen gerade die Spannung raus, aber egal. So. Jubiläa Hartfields. 2.36 Uhr. Du liest richtig, mein Freund. Dann geht's mal los. Jubiläa-Geschäft. Ja, so. Erstmal hier beide Türen auf, weil wir sind ja voll breit gepumpt, Alter. Nein, das lassen wir. Guten Tag, ich will mal die Hand geben. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Hey! Go, Cole, go! Hey! Scheiße! Oh Gott, Mann, bin ich ein geiler Polizist. Mega fit. Ich laufe gerade wie ein Schwabbel. Uah! Kalu! You are verhafting! Oh! Du Sackgesicht! Dein Ernst? Wie oft soll ich meinen Gegnern immer sagen, dass ich Straßenkämpfer bin? Verdammt nochmal! Oh ja, der hat voll gebracht. Komm. Komm, Junge. Kennst du schon die Todeskombo? Von der letzten Folge? Unten. Oh. Oh ja, fast umgehauen, meine Freunde. Fast umgehauen. Den kriegen wir. Noch eine Combo. Komm schon. Komm, zeig, was du drauf hast. Pussy. Boah, in den Magenschlag. Oh, der hat ihn umgebracht. Ups, ist das jetzt ein Mord? Nein, das ist kein Mord. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Reingeguckt. Na, wir haben den Mörder anscheinend. Aber erstmal Tatverdächtiger, aber die Beweise sind sehr erdrückend.
God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war. Sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? I feel myself, sir. Eingeschüchtert, weil sie sich verstecken hinter mir. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Oh, fuck. Fuck. So, Kalu, hallo? Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Oh, ja. So, dann fangen wir mal an. Ja, wo sollen wir anfangen? Bei so vielen Fragen. Kalu. Schießerei. Wir haben die Waffe. Wir wissen, wie viele Schüsse, was für Patronenhülsen es sind. Wir haben eine Zeugenaussage und eine Bestätigung, dass die Mordwaffe gewartet wurde. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. So, wie er da auch schon stand. Man muss auch mal gucken, wie der immer reagiert. Wie guckt er, wie verhält er sich? Aber er ist sowieso kein toller Typi, wo man eigentlich einen guten Kopf spielen könnte. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass wir auch wieder zurück können. Wir machen jetzt mal beschuldigen. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Wir können beweisen, dass er am Tatort war. Doch, weil die Waffe wurde gewartet. Und es ist seine. Ich würde jetzt das nehmen. You got nothing, boy chick. You're gonna be laughed right out of court. I've just gotta keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Arschloch. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Okay. Ah, okay, wir können anscheinend nochmal. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ach, bin ich doof. Wir hätten doch lieber die Zeugenaussage von der Frau nehmen sollen, wa? Was ist das? Oh mein Gott. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ja, bin ich blöd. Ja, Entschuldigung. Ist mir jetzt erst klar geworden. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Die Zeugenaussage, Mann, ist ja klar. Verdächtige Person identifiziert. Wir haben sie. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy.
Naja, okay. Mögliche religiöses Motiv. Mögliches. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Wir machen mal nochmal beschuldigen. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Wie ernst ihr uns anguckt. Aber jetzt, wir haben hier, glaube ich, nichts, was irgendwie religiöse Möglichkeiten hat. Ja, aber ist ja kein Beweis. Das hier ist kein Beweis. Scheiße. Nee, da haben wir nix. Looks like I was mistaken. Dann nehmen wir aber Bad Cop auf jeden Fall. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Tja, wir haben ihn, Freunde. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Oh my goodness. Wir steigen auf, wir werden befördert. Nice, man. So muss das. Oh ja, tut mir echt leid beim ersten Mal, ey, bei dem Verhör. Da habe ich echt vollkommen, ich dachte so, habe mich vorher die Waffe festgekrallt und dachte, nee, das, die beweist ja, dass er am Tatort ist. Und der Typ hat gesagt, er hat ihn auch hingegeben zum Säubern. Dabei wäre es einfach nur die Zeugenaussage gewesen von der Frau. Ja. Okay, wir sind im Büro. Da kommt man auch hin, wenn man das Spiel laden möchte. Jetzt willst du erzählen, das war's? War's das jetzt schon, das Spiel? Das wäre mega schade. Hat er erst angefangen eigentlich richtig? Bewaffnet und gefährlich, tot im Spiegel. Kauf auf eigene Gefahr. Was war denn das eben? Das eben war aber, glaube ich, Kauf auf eigene Gefahr, hatte ich geladen. Vor der Aufnahme. Ich glaube, das war das, was wir hatten. Warum sind wir hier? Warte mal, ich guck mich mal kurz um. Schönes Büro mit der Reklame und alles. Bim, 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 bim. Guck mal, wir schreiben da wirklich was, ne? Also wenn ihr mal so Bock habt und denkt so, ach, erstmal eine Pause, dann könnt ihr auch hier so ein bisschen euch hier ein bisschen Sachen aufschreiben, wenn ihr es hinkriegt. Die
see. Yeah. Nice. Ich kann da kaum was erkennen, aber Bilder ein bisschen. Was war das? What? Alter, das wäre jetzt aber mega schrecklich und... Oh, versteckte Marken. Okay. Was haben wir hier? Nix. Kann ich die öffnen? Nee. Oh. Oh. Kann ich hier nicht irgendwas machen? Anmachen? Ah, doch, warte, ich konnte anfassen. Guck mal, wie er mit seinem Bein, wie er sich bewegt. Oh, was für ein Move, Junge. Du hast es drauf. Du musst unbedingt in den Club gehen, Junge. Alter, du wirst bestaunt, glaub mir. Ja, was ist denn da unten? Ach so. Das hat so komisch geleuchtet. Nee, ich riech nicht mehr an Schuhen. Sieht irgendwie voll falsch aus. Was ist da los? So, Flur. Warum das Spiel uns jetzt hier hinschickt? Gasse? Kommen wir nicht durch? Wanted. Well, I love the chase till the minute I win it. A beautiful face delivers love for me in it. Give me your heart and baby I'll pay. Oh, nice. 'Cause I always kill the things I love. Some folk would die for the sake of another. Lay down their life. Schublade kann man nicht öffnen. Ey, das sieht aber aus wie ein Abspann. Mitwirkende. War es jetzt doch das Ende? Something quite other. 'Cause I love to kill the things. Ich war sehr enttäuscht. Leider. The look in your eyes will turn to surprise as you feel the pain. Dezember. And you realize the one hurting you is somebody who once said. Ich glaube, hier ist nichts mehr. I love you. Beste Runde. Los Angeles Speedway. Okay, hier kann man irgendwas fahren. Greif mit deiner freien Hand zu und drücke, um einen Rennen teilzunehmen. Okay, das machen wir dann, jetzt aber nicht. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr mal Bock auf sowas habt, so ein Autorennen. Außer jetzt, es ist jetzt hier wirklich das Ende, denn machen wir das noch. Was kann ich denn hier machen? Gar nichts. Man kann absolut nichts erkennen. Oh Mann, ey. Denn ist aber mein Herz gebrochen. Ich habe jetzt gedacht, wir machen ganz viele Mordfälle.
Ja. So, Freunde, dann guck ich mal. Ich hab den übelsten Schocker jetzt gerade bekommen. Aber ich bin der Meinung, wir hatten, das letzte war doch jetzt hier Kauf auf eigene Gefahr. Kauf auf eigene Gefahr war das, was wir. Weil ich es jetzt heute eben vor der Aufnahme beginnen, habe ich es ja geladen. Der Wagen des Konsuls. Dann gucken wir mal, ob das jetzt was Neues ist oder irgendwas, was sie schon gemacht hatten, noch mit drin. Kann mich jetzt aber auch nicht so erinnern. Dann wüsste ich auch nicht, warum das Spiel uns einfach dann ins Büro schickt, wenn es noch weitergeht. Das ist halt die Sache. Bitte. Bitte noch nicht zu Ende. Es geht wirklich weiter. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Better go earn our pathetic wages. Okay, mega nice. Ich dachte gerade echt, es ist zu Ende, ey. Beim ersten Moment. Weißt du, Cop? Kollege? Ich dachte, es wäre vorbei. Schocker des Monats, Alter. Ne? Bei euch auch, ne? Alter. Aber gut, ein Glück, Alter. Ein Glück, machen wir hier weiter. Gut, dann würde ich aber sagen, dann sind wir mal gespannt, ey, ne, bei der nächsten Folge. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt hier Mordkommission Rimsky, oder was? O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Ach, wir sind im Autoschiebebereich tätig, oder was? Also nicht kriminell, sondern... Ach, um Autos kümmern wir uns. Verlassenes Fahrzeug. Also sind wir noch nicht im Mord oder Bereich drin, nicht Mordkommission oder so. Ah, okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt noch erleben. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Und ja, also wir haben die Mörder gefasst, sind jetzt befördert worden. Na gut, irgendwas Autoschiebebereich, irgendwie, ja, so eine Sachen. Weiß ich nicht, ob die jetzt so toll werden, aber wir werden es ja sehen. Und ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und... gerne ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch wirklich kein einziges Video, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!